Reich und vielfältig sind in Giordignano die Beweise der italienisch-griechischen salentinischen Welt. Diese Kultur hat jahrhundertelang die künstlerische, sprachliche und religiöse Kultur des Landes von Otranto beeinflusst. Das Erbe des östlichen Mönchstums wird in der Abtei Le Cento Porte, die 100 Türe, deutlich, die sich auf dem Land von Giordignano befindet. Die Reste stammen aus dem Hochmittelalter und sind auf eine italienisch-griechische mönchische Gründung zurückführbar, die laut einiger Historiker zum 5. und 6. Jahrhundert zurückgeht. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit mehrmals verändert, besonders während der Herrschaft der Normannen. Die Kirche wurde laut der Tradition den Heiligen Cosma und Damian gewidmet. Das kann man auch dank der Anwesenheit zwei Fresken der zwei Heiligen bemerken, sowie der Erzbischof von Otranto während eines seelsorgerischen Besuches im Jahr 1608 bezeugte. Ein anderes Juwel des kulturellen Erbes von Giordignano ist die Krypta Heiligen Salvators, in den Tuffsteinen der südlichen Peripherie der Ortsmitte gehauen. Es handelt sich um ein byzantinisches religiöses Gebäude, das sich im Untergrund entwickelt. Es hat drei Kirchenschiffe und drei Apsis, die vermutlich aus dem 8. Jahrhundert stammen. Im Inneren kann man verschiedene Teile von Fresken bewundern, die einst die Wände der Kirche verzierten. Bemerkenswert sind die Gewölbe, die im Felsen gehauen wurden und sehr faszinierend sind. Die Krypta Heiligen Pauls scheint die Welt der Megalithen mit der religiösen Frömmigkeit von Giordignano zu verbinden. Sie wurde in den Felsen des gleichnamigen Menhirs gehauen und zeigt ein Fresko Heiligen Pauls. Der Heilige wurde gegen den Biss giftiger Tiere angefleht. Nicht zufällig wird das Bild des Apostels neben einer Spinne gestellt, die ihr Spinnennetz spinnt. Das beweist auch die starke Verbindung Heiligen Pauls mit dem typischen Phänomen des Tarantismus.